Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total War Warhammer 2. Wir kämpfen hier mal wieder ums Überleben und es wird eine harte Nuss werden, das hier, das sage ich euch. Ich hoffe, dass wir das hier nochmal irgendwie abwenden können. Aber sicher sein können wir uns nicht. Es sind sehr viele Nahkämpfer, die sie haben. Aber zum Glück nur wenig gutes Zeug. Das könnte meine Rettung sein. Vor allem, weil wir von hinten, so wie es aussieht, noch Support bekommen. Und die bekommt von der Seite noch Support. Okay. Also gut. Der Plan ist jetzt folgendes, erstmal sofort Pause zu machen. Es ist zu wichtig, was hier getan werden muss. Vorwärts. Ja, bis dahin so laufen, weiter nicht. Ich mache jetzt absichtlich erstmal eine Slow-Motion-Nummer draus. So, denn ich will hier auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Dass das jetzt alles so klappt, wie ich mir das wünsche. Okay. Ihr schießt auf die da. Auf die da. Und wieder. Und ihr alle trefft die. Also ich versuche jetzt hier erstmal so einen Focus Fire hinzubekommen. Da fliegen die Mörsergeschosse. Ihr kommt in diese Richtung gelatscht. Ich mache da drüben schon mal Druck. So, die sollen halt auch ein bisschen plänkeln. Ja, die greifen jetzt hier an, das sieht man. Und ich muss halt gucken, wo ich mit meinen Leuten angreife, um sie wiederum zu binden, ne? Also gut, da kommt auch noch was an. Ihr stürmt jetzt auf das da drauf. Ihr geht auch noch mit hier hin, so schnell ihr könnt. Nummer 6, kommt beide da drauf. Tech. Nee, das mache ich noch nicht. Aber das kann ich schon mal machen. Bei ihm muss ich ein bisschen mit den Hitpoints aufpassen, ne? Der darf sich nicht erwischen lassen. Du dahin. Du charge das da an. Die sollen weniger Schaden im Fernkampf machen. Wichtig, hier Schaden jetzt abzufedern. Ja, der muss weg hier, der olle Hauptmann. Ja, bleibt dran, ne? Attacke, Attacke, immer feste drauf. Hier greifen wir mit an. Gehen wir so über die Flanke. Du gehst da so lang. Also die Sache ist die Schlacht ist gewinnbar. Das ist offensichtlich. Die Frage ist bloß, wie schlimm es wird. Ich mache jetzt hier mal die flammende Konvokation hin. So, wenn der Cast durch ist, ziehe ich mich mit ihm ein bisschen zurück. Trink was. Angriff. Angriff, Angriff, go. Schnell dahin. Was ist mit ihm jetzt hier noch? Da kann ich die nochmal heilen und ein bisschen buffen. Vielleicht halten die dann kurz mal nochmal eine Sekunde durch. Viel kann ich halt gerade nicht machen.
Wurfspeere auf den. Hiermit angreifen. Die hier angreifen, auf jeden Fall. Angreifen. Ja, du schießt es da rein. Ihr fräst diese Bärenkämpfer weg. Immer noch nicht genug Energie für irgendwas. Okay, wir können zum ersten Mal normal laufen lassen hier kurz mal. Machen wir nochmal eine flammende Konvokation dahin. Da treffe ich keine falschen. Das hat da richtig reingezündet. Und jetzt hier. Moment, wieder langsam. Hier passieren wieder Dinge. Genau. Dinge, die mir nicht gefallen können. Die Einheit hier ist ausgelöscht worden. Ungut. Greift damit an. Die haben es immer noch nicht geschafft, hier an die ranzukommen. Leider bewegt er sich natürlich wie immer in die falsche Richtung. Nicht so gut, nicht so gut. Ich verliere mein Edan Atal. Eieieiei. Raus mit dir, Junge. Ach du Scheiße. Schnell drüber kommen. Ja, ich glaube, ich werde ihn verlieren. Er hat noch 200 Hitpoints. Er hat immer noch 200 Hitpoints. Ich muss mit ihm weg. Ich kann versuchen, ihn selbst zu heilen. Das ist halt eine miese Reichsgarde hier halt, ne? Komm jetzt raus aus der Nummer. Ich waffe jetzt die hier schnell mal hoch, dass die der Reichsgarde hier Trouble machen können. 600 Hitpoints. So, erledigt. Er lebt noch, hat es echt rausgeschafft. Und die Reichsgarde verliert jetzt hier tatsächlich gegen die Plänkler. So muss sein. So gefällt mir das.
So, du greifst ja auch noch mit an. Ich sage euch, ich hasse solche Typen hier. Also die Flagellanten sind eieiei, sehr sehr krass zu besiegen hier. So, die rennen weg. Sind wir so ein paar Schützenreiter, die keiner eingeladen hat. Wahnsinn, ich hab's geschafft, die am Leben zu erhalten. Du gehst dahin zum Ballern. Du verfolgst den hier noch endgültig, du auch. Da ist aber nachher auch keine Truppe mehr übrig, ne? Noch ist hier keine Entscheidung gefallen. Zu meinem großen Entsetzen. Die unerschütterlichen Einheiten machen halt einfach so einen gewaltigen... Ah, jetzt haben wir hier einen Schub bekommen, sehr gut. So einen gewaltigen Unterschied. Was für ein Gemetzel. Okay, das hier ist geschafft. Dann greift jetzt ihr das da noch an. Und du da. Du kannst den noch mitverfolgen, weil zu mehr ist er eh nicht mehr in der Lage. Du verfolgst den hier noch. Du gehst da noch mit hin zum Ballon. Das ist einfach nur ein schreckliches Gemetzel. Was ist denn das? Irgend so ein Erzlektor. Der ist der Meinung ist, dass er jetzt hier den Last Man hier machen muss. Uiuiui. Der ist mir wahrscheinlich unerschütterlich, oder? Nö, ist er nicht. Der ist einfach nur ein bisschen mutig. Ich halte ihn doch um. Die Schlacht ist immer noch nicht vorbei. Die sammeln sich ernsthaft teilweise wieder. Die haben sich auch wieder gesammelt. Ich bin baff. Kommt mal alle hierher. Was für eine fragwürdige Schlacht mal wieder. Jetzt hat er keinen Bock mehr, na endlich. Jetzt ist GG. Oh, Gott sei Dank. Ja, das war ein Pyrosieg, das war mir klar. Aber das Wichtige ist, dass wir die Stadt noch haben und jetzt hier unsere Croxis hinein rekrutieren können, die ich jetzt auch in dieser Armee haben will. Wir müssen sie halt noch mal ein bisschen buffen. Aber mich nervt so langsam aber sicher, dass ich halt hier gegen diese imperialen Bierenkämpfe antreten muss, auch wenn sie jetzt hier nicht dabei waren. Ah doch, sie waren dabei. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach ätzend und nervig.
Ja, ich nehme auch hier das Geld, weil alles andere macht keinen Sinn. Die Armee ist auch zerstört. Also Hochelfen und Imperium haben uns beide gerade eben jeweils eine Armee gekostet. Bei ihnen waren es jeweils anderthalb. Koron ist jetzt wieder stärker als wir. Sie können nicht angreifen. Ich bekomme die Einheiten. Gott sei Dank. Sehr, sehr geil. Nein, das wollte ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. So, renn mal weg, Bürschchen. Keiner will dich hier. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt muss ich da drin bleiben. Das sind jetzt zu viele. Es sind einfach zu viele. Ich rekrutiere 1, 2, 3, 4 von ihnen. Und die Reiter brauchen zu lang. Hauptsache eine Fullstack, ne? Ja, ich glaube, du bleibst jetzt erstmal hier stehen, mein Lieber, und chillst die Basis. Das hast du dir verdient. Ich guck mal, ob ich das berechnen kann oder ob das fatal ist. Nö, das geht. Vor allem, weil ich dadurch jetzt Lothar habe. Meins. Kann ich da noch irgendwas Cooles reinbauen? Nein. Gut. Lothar ist mein. Natürlich warten wir immer draußen. Was will ich bei ihm noch verbessern? Das da. Also viele haben die Hochelfen hier zum Glück nicht mehr. Ich kann jetzt hier Tordranil nehmen. Ich will nicht viel, nur Tordranil. Das kann ich auch sofort wieder upgraden. Und nun führt mich halt der Weg dahin. Das Greifentor ist mein nächstes Ziel. Ich würde ja ganz, ganz gerne hier schon Einheiten rekrutieren, aber ihr seht, was da für ein Crap nur rekrutierbar ist. Witzigerweise hat er, glaube ich, durch diese Schlacht nicht mal einen Erfahrungspunkt bekommen. Plänkler, warte mal, Salamander. Ja, ich kann Salamander in seine Armee mit reinnehmen. Why not? So, mal ehrlich, warum nicht? Die haben eine ziemlich gute Nahkampfabwehr, wie man sieht. Das heißt also, die kann man durchaus auch so ein bisschen über die Flanke benutzen. Ja. Die überspringen wir. Springen wir. Überspringen wir. Tor Elyr wird abgegradet. Wir machen inzwischen schon 20k plus. Aber das liegt jetzt auch an den verlorenen Einheiten. Das ist keine Dauerleihgabe, sage ich jetzt mal. Okay. Gorgazahn lasse ich immer noch sein. Die Häkchenhalle wird jetzt ausgebaut. Ich habe ein mieses Gefühl jetzt hier. Ein richtig mieses.
So wie die jetzt hier über uns drüber roffelstompen. Das ist, also da werfen sie jetzt halt wirklich alles gleichzeitig jetzt hier hin. Und das finde ich echt schlecht, ganz schlecht. Ey, ich brauche halt trotzdem hier hinten immer noch so ein Libero. Merkt ihr was? Die kommen halt trotzdem immer da drüben hin und wollen da angreifen, wo ich sie nicht haben will. Das ist ätzend. So, wir bauen weitere Verteidigungsanlagen und jetzt so schnell kann man 30.000 Gold loswerden, ne? Attentat. Den überspringen wir. Springen wir nicht. Also die sollen jetzt erstmal abhauen und leiden. Wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt das Empire of Man fragen, hey, wollt ihr wirklich immer noch so einen Stress? Aber sie wollen halt leider diesen Stress. Koron ist einfach viel zu ehrenhaft dafür. Und die Hochelfen... aber sie sehen es nicht ein! Die wollen nicht! Gut, die Hochelfen sind einfach zu arrogant. Die haben keine einzige Armee mehr. Ich glaube, das ist jetzt hier wirklich los. Ne? Also doch, die haben noch eine. Aber keine wirklich nennenswerte. Bei Angerial müsste da noch so eine Half-Stack stehen. Aber dadurch, dass ich ihnen jetzt ihre Hauptstadt genommen habe und jetzt hier über Ultuan drüber spüle, wie so ein kleiner schuppiger Tsunami. Ja, dürfte um sie jetzt bald geschehen. Wo ist denn das jetzt hier schon wieder? Wo kommt denn diese Armee jetzt wieder her? Da war keine. Das Spiel sagt, hey, da ist eine Armee. Und ich sag, nein, da ist keine. Lasst uns das kämpfen. Die meisten kann man ja wegplänkeln, wenn alles gut läuft. Das sind ja fast nur Bihandkämpfer. Ich hasse es, an dieser Stelle zu kämpfen. Ne? Es ist echt ätzend. Ich mag diese Map überhaupt nicht. So ziemlich die schlimmste Map, die du in diesem Spiel haben kannst. Finde ich. Ne, ihr macht hier die Nummer 1. Ihr macht hier die Nummer 2. Hallo? 1. So, jetzt. Na also. Nummer 1. Dahin. Boah, geht einfach vor, mein Gott. Bin so doof zum Klicken geworden. Sorry, ich musste mich gerade sehr konzentrieren. Okay, es ist nicht die große Armee, die hier reinkam. Das ist das kleine Gesocks. Okay. Kommt mal bitte alle hierher. Einfach erschienen. Okay, die können schleichen, aber... Das war gerade schon ein bisschen erschreckend, dass die plötzlich einfach so da waren. So, kommt mal hierher. Da haben wir es gewonnen. Ihr könnt jetzt hier rüberkommen. Die rennen jetzt hier weg.
Diese Schlacht wird unter Umständen... wobei, so krass ist das gar nicht, was da kommt. So, warte mal, jetzt muss ich langsam machen, weil jetzt bündeln die sich hier gerade eben so geschickt. Dass ich erstmal das dahin mache. So, ihr seid jetzt hier, sehr gut. Der Zauber läuft jetzt. Und ich hätte gerne den da noch so hingemacht, ne? Da treffe ich nämlich jetzt eine ganze Menge an Gegnern. So, du hast es geschafft, hier vorbeizulaufen. Gut. Da kommt der Flammenkram hoch. Zack. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ja, der war gut gewählt. Der war gut positioniert. Da mal weg. Da drauf werfen. Geh mal darüber. Ich schicke jetzt den da rein. Der flieht. Der Exerich muss da drüben hin. Warte mal, kann ich... Ich kann doch mit dem da die verfolgen, ne? Das muss ich dann mit dem gar nicht machen. Jetzt muss ich halt wieder warten auf Energie und so weiter. Aber wir haben eigentlich die Schlacht jetzt schon gedreht. Der kommt jetzt ja auch wieder runter, aber das juckt mich gerade nicht wirklich. Ich will den Erzlektor hier schwächen. Ihr greift ihn noch mit an. Schönes Kreuzfeuer jetzt hier verursachen. Komm, ich greife die jetzt da wirklich jetzt hier einfach mal an. Ja, jetzt sind die halt oberweise da reingerannt. Aber die rennen jetzt weg. Ist genau das, was ich wollte. So, jetzt kommt der Armilos bei ihnen. Haben sie es jetzt endlich mal eingesehen, dass sie nicht gewinnen werden?
Also manchmal bin ich ja schon so kurz vorm Verzweifeln wegen sowas, ne? Das gibst du dem auch noch mit hier. So, Feldherrchen. Den verpassen wir so viel Damage wie nur möglich. Ja, also der macht nicht mehr lange mit. Das kann man mal so sehen. Geschwindigkeit ausmaxen. Ach ja, ach ja, ach ja. Also ganz im Ernst, das war jetzt noch mal eine weitere Armee, wo ich einfach sagen muss, wo kam die zum Teufel her? Die mussten natürlich mal wieder aus Schlumpfhausen bitte sehr gekommen sein. Weil anders ist das nicht möglich. Ich sehe halt schon relativ weit, ne? Aber ich glaube, die war im Marsch hier rangelaufen und deswegen war sie so leicht zu besiegen. Ist aber nur so eine Vermutung. Ich kann überlegen, ob ich ihn hier austausche, weil die Armee ist jetzt hier sowieso komplett auf den Kopf gestellt und dann ihn rausschmeiße und stattdessen einen Kroxigor-Ältesten reinnehme. Und die ganzen Kroxys, die wir jetzt hier haben, die auch wirklich verdammt gute Arbeit geleistet haben, wie ihr seht, zu supporten. Wieder 6600. Ey, es ist der Hammer, was da an Kohle zusammenkommt. Jetzt kommt halt noch Brett Onia. Nee, da kommt sogar nochmal was. Nochmal Empire-Gedöns. Ja, Gorgazahn soll mir recht sein. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Okay. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss und Ade.